Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Long time no see, würde ich mal sagen. Es tut mir leid, dass so lange nichts kam. Aber was soll ich sagen? Es war viel los, ich hatte viel zu tun. Ich habe aber wahnsinnig viele Videos in Planung und werde die in den nächsten Tagen auch mal filmen. Ich habe zum Beispiel auch zwei neue Dyson-Geräte bestellt. Und zwar einmal den Supersonic Haartrockner und den neuen Dyson Airwrap. Die würde ich euch auch ganz gerne mal vorstellen und ein paar weitere Fashion Hauls. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, klickt gerne unten drauf und bleibt dabei für die nächsten Videos. Ich will euch jetzt gar nicht lange warten lassen. Ihr wollt meine Neonail-Kollektion sehen. Ich hatte so ein Video letztes Jahr schon mal gedreht. Also wenn ihr die gesamte Kollektion sehen wollt, dann klickt gerne jetzt da oben hin oder später unten in die Infobox. Da werde ich euch das Video auch verlinken, denn ich zeige euch jetzt nur alle Lacke, die ich seitdem noch neu dazu gekauft habe. So, ich trage euch jetzt einfach immer die Lacke auf meinen Zeigefinger auf und zeige sie euch dann in die Kamera. Fangen wir mal mit den Sommerfarben an. Als erstes habe ich, würde sagen, das ist aktuell so meine Lieblingsfarbe. Und zwar nennt sie sich Sunny Flow. Ist schon eine extreme Farbe, aber ich fühle sie total. So sieht die jetzt aufgetragen aus. Also es ist ein Gelb-Lime, würde ich sagen. Super schön, sieht auch ziemlich genauso aus wie auf dem Fläschchen. Und ich mag sie total gerne für den Sommer. Es ist eine extreme Farbe, aber im Moment trage ich schon sehr viel Farbe und sie gefällt mir super gut. Ich finde auch, wenn man zwei Schichten drauf macht, ist die Deckkraft sehr gut. Das ist mir nämlich auch ziemlich wichtig, was nicht bei allen Farben der Fall ist, wie ich finde. Als nächstes habe ich die Farbe Be Visionary aufgetragen. Ich schreibe euch auch alle Farben nochmal in die Infobox, also falls ihr das jetzt nicht sehen könnt. Und die sieht so aus. Die mag ich auch super gerne. Das ist ein kühler Blauton oder Blaugrau, würde ich sagen. Gefällt mir von der Farbe sehr gut. Ich finde, die Deckkraft ist nicht optimal, aber ich mache trotzdem immer nur zwei Schichten und dann passt das. Erschreckt euch bitte auch nicht wegen meiner Nägel. Die sind schon sehr rausgewachsen. Aber ja, ich mache sie dann gleich neu nach dem Video. Dann habe ich hier Summer Hero. Und zwar ist es ein ziemlich grelles Orange. Mag ich auch super gerne, vor allem im Sommer. Und die Deckkraft ist auch sehr gut. Finde, die Farbe sieht auch recht ähnlich aus wie auf der Flasche. Ein bisschen heller ist es. Dann habe ich hier Vanilla Sky. Das ist meine Lieblings-Basic-Farbe. Und zwar sieht es so aus. Also ich habe die Farbe gerade noch auf meinen Nägeln. Sie sind schon etwas dreckig und rausgewachsen, aber man sieht es noch. Ich mag die super, super gerne, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zu den etwas herbstlicheren Tönen. Und zwar habe ich hier einmal Unripe Olives. Das ist ein super schöner Khaki-Ton. So sieht es dann auf dem Nagel aus. Also ich trage immer nur eine Schicht gerade auf und lasse die auch nicht aushärten. Aber ihr seht es ja schon ungefähr, wie es aussieht dann. Hat eine sehr gute Deckkraft. Super schöne Farbe für den Herbst, finde ich. Und generell, ich mag so Olivgrüntöne super gerne. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Farbe. Und zwar ist das Almost Magma aus der Miss Bella Collection. So sieht es auf dem Nagel aus. Es ist ein super schönes Schokobraun. Ich finde die Deckkraft nicht optimal, aber es ist okay. Mit zwei Schichten geht es. Aber es ist eine super, super schöne Farbe, wie ich finde. Lange Zeit mochte ich Braun irgendwie gar nicht gerne, aber es war jetzt auch wieder so eine Modefarbe und ich muss sagen, wurde auch ein bisschen angesteckt von dem Trend und stehe wieder total auf Braun. Vor allem, wenn es jetzt wieder Richtung Herbst geht, werde ich die auf jeden Fall öfters auf den Nägeln drauf haben. So, jetzt habe ich euch alle meine neuen Farben gezeigt. Mein Wattepad sieht aus wie ein kleines Kunstwerk. Und ich werde mir jetzt meine Nägel neu machen. Wenn euch interessiert, wie ich das mache, dann klickt gerne auf das Video jetzt. Da zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich mir meine UV-Lackmaniküre mache. Ansonsten verlinke ich das Video auch nochmal unten in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Ideen habt oder besondere Farben kennt, die ich mal ausprobieren soll, schreibt sie mir gerne in die Kommentare.
Ich bin auf jeden Fall experimentierfreudig, würde ich sagen, im Moment. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und das nächste Video wird auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Also bis ganz bald. Ciao!